Wir sind zurück in Starfield. In diesem Video zeige ich dir, wie du Mitglied der EUC Vanguard und der Crimson Fleet wirst. Obwohl die beiden Organisationen Gegner sind, führt der beste Weg zur Crimson Fleet auch über den Eintritt in die EUC Vanguard. Selbst wenn du keine Lust hast, der einen oder der anderen Truppe anzugehören, lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Weg zu gehen. Denn es öffnen sich dadurch eine Menge Möglichkeiten, interessante Orte und Quests. Letztere halten die eine oder andere feine Belohnung für dich parat. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Ich werde dich nicht spoilern, was die Geschichte betrifft. Ich werde dir auch nicht die Wege zeigen, weil dich die Marker wunderbar zum Ziel führen werden. Aber ich gebe dir einige Empfehlungen und da wirst du die eine oder andere Location sehen. Das lässt sich nicht vermeiden. Meine allerersten Empfehlungen: trete früh bei und lass dir Zeit für alles, was kommt. Man kann hier eine Menge sehen und erfahren, das Ganze ist also keine Nebenaktivität, die man mal ebenso zwischendurch machen sollte. Wir legen los. Wenn du die Hauptquest verfolgst, dann wirst du ganz automatisch zu Commander John Tuala kommen. Du kannst die Sache entweder sofort in Angriff nehmen oder später. Du kannst also erstmal die Hauptquest weiterführen und dann zum Commander zurückkehren, um den Beitritt zu starten. Du findest Commander Tuala im Mars-Distrikt im UC-Gebäude an dem Platz, an dem du ihn bereits während der Hauptquest getroffen hast. Du wirst nun einige Dinge erledigen müssen, die aber per Questmarker schnell zu finden sind, weshalb ich hier nicht ins Detail gehen muss. Wichtig ist nur, dass dich dein Weg in die Orientierungshalle führen wird. Dort ist eine Art Museum. Ich empfehle dir, nimm dir dort Zeit und schau dir wirklich alles in Ruhe an. Danach geht es dann zum Training. Es gibt hier einen Flugsimulator. Den Zugang bekommst du nur auf diese Art. Das Gute an dem Flugsimulator ist, dass er auch für die Erfüllung der Perk-Herausforderung geeignet ist. Außerdem kannst du dort eben ganz ohne Schäden und Verwendung von Schiffsteilen im wahrsten Sinne des Wortes üben. Sobald du dein Minimaltraining erledigt hast, geh zurück zum Commander, der dich dann auf deine erste Routinemission schickt. Genieße die Routine und schließ die Mission ab. Als Belohnung erhältst du einen eigenen Vanguard-Raumanzug. Außerdem hast du nun beim Schiffshändler im Raumhafen Zugriff auf weitere Teile und Schiffe, die du dir kaufen kannst. Meine Empfehlung ist also, schau auf jeden Fall mal beim Schiffshändler vorbei. Danach hast du im Idealfall zwei Missionen. Eine Mission, die sich aus der Routinemission ergeben hat und eine andere mit dem Titel Undercover. Wir verfolgen die Undercover-Quest. Der Titel dürfte bereits Rückschlüsse darauf zulassen, in welche Richtung das geht. Du sollst die Crimson Fleet als Undercover-Agent infiltrieren, was bedeutet, dass du erstmal Mitglied werden musst, was wir ja schließlich auch wollen. Du wirst zunächst zu Commander Ikande auf seinem Kommandoschiff geschickt. Der wird dich einweisen und alle Informationen liefern, die du für deine Mission benötigst. Danach sprichst du mit Lieutenant Toft. Sie bittet dich, nach Beweisen Ausschau zu halten. Das solltest du auch während deiner Crimson Fleet-Mission tun, denn diese Beweise bringen dir zusätzliche Belohnung. Du darfst nur nicht vergessen, bei den gelegentlichen Besuchen des Kommandoschiffs mit ihr zu sprechen. Während der Undercover-Quest wirst du für jemanden etwas erledigen müssen. Wichtig ist nur, dass du die 3000 Credits auch selbst bezahlen kannst. Oder du forderst sie ein. Beides funktioniert auf jeden Fall. Die Undercover-Quest geht in die Quest Turm trifft König über, deren Ziel es ist, dass du das Vertrauen der Crimson Fleet erwirbst. Du wirst jemanden einen Gefallen tun müssen. Dieser Gefallen hat damit zu tun, dass du einen Typen auf einem Schiff töten musst. Hier gibt es verschiedene Lösungen. Wenn du allerdings die UC-Richtlinien nicht brechen willst, solltest du das Ganze nicht blutig lösen. Wenn du so vorgehst, kommst du auch weiter. Nun heißt es erstmal Bericht bei Commander Ikande erstatten. Danach geht's dann zur Basis der Schlüssel. Das ist das Hauptquartier der Crimson Fleet. Führe hier einfach die Quest Turm trifft König weiter. Du triffst auf einige interessante Leute und letztendlich auch auf Delgado, den Boss der Crimson Fleet, womit die Mission auch abgeschlossen wäre. Gratuliere, du bist nun Mitglied der Crimson Fleet. An dieser Stelle bist du sowohl UC als auch Crimson Fleet Mitglied. Die Dialoge in den Missionen geben dir immer häufiger die Möglichkeit, dich mehr in die eine oder andere Richtung zu entwickeln oder eben die Waage zu halten, soweit das eben geht. Hier auf der Station findest du die Läden der Crimson Fleet und du bekommst Zugang zum Schiffhändler, der wieder mit neuen Schiffsteilen und neuen Schiffen um die Ecke kommt. Interessant sind hier vor allem die Teile, die dir beim Schmuggeln helfen, wie der abgeschirmte Frachtraum und die Jammer, die die Scanner der Behörden stören. Beide Organisationen bieten dir Zugang zu ihren Auftragsterminals. Bei der Crimson Fleet gibt es aber natürlich auch Schmuggelaufträge, die du angehen kannst, was für einen Schmuggler natürlich eine feine Sache ist. Wenn dich das Thema Schmuggeln generell interessiert, dann habe ich in der Beschreibung ein Video für dich verlinkt. Darin findest du die wichtigsten Informationen zum Thema Schmuggeln.
Ein Vorteil bzw. vielleicht auch ein Nachteil ist nun, dass du von der Crimson Fleet nicht mehr angegriffen wirst. Ob es für dich letztendlich ein Vor- oder ein Nachteil ist, musst du für dich selbst entscheiden. Auf jeden Fall eröffnest du dir nun so einige neue Bereiche, die du sonst nicht kampflos oder sogar überhaupt nie gesehen hättest. Das Ganze hat nun von Commander Tuala bis hin zum Ende der Mission Turm trifft König ungefähr 3 Stunden gedauert. Nutzt man die Dialogoption ausgiebiger, dann dürfte da auch noch ein Plus dran kommen. Danach bekommst du die Mission Echos der Vergangenheit und hier empfehle ich dir auf jeden Fall, diese Mission auch noch abzuschließen, denn beim Abschluss dieser Mission bekommst du eine legendäre Pistole, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.